Deutschland ist schön. So schön, dass man mit einem Wort gar nicht hinkommt. Sagen wir also, Deutschland ist sehr schön. Der Rest der Welt fragt sich, warum? Können wir nicht auch so schön sein wie Deutschland? Nein, das geht leider nicht. Denn nur hier leben die Glanzleistungen der Evolution. Die Sahneschnittchen in der Kuchentheke der Schöpfung. Zäh und unempfindlich wie Bakterien, flink wie Seegurken und gut gelaunt wie Aale in einem Bottich Bier. Und so lese ich zur heutigen Predigt aus dem Evangelium des Johannes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Entschuldigung, Pastor, welches Wort? Na, im. Ach so. Kann ich jetzt weitermachen? Danke. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und wozu brauchte er jetzt das Wort? Welches Wort? Na, im. Ja, mit wem wollte der sich denn unterhalten? Ja, da war doch gar keiner. Kann ich jetzt mal ausreden? Entschuldigung. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Welches Wort jetzt nochmal? Im. Gott war im? Ja, wo war denn im? Ich meine, da war doch nichts. Wo war denn Gott jetzt, Herr Pastor? Und Gottes Geist schwebte auf den Wassern. Welches Wasser? Wenn ihr eure Bibel kennen würdet, dann wüsstet ihr, dass er zuvor das Wasser geschaffen hat. Dritter Tag. Und davor? Wovor? Na, vor dem Anfang. Da war das Ende, ist doch klar. Was? Das Ende von dem, was vor dem Anfang war. Welchem Anfang? Der mit dem Wort. Was soll vor dem Wort gewesen sein? Na, das, was Hinzen sagt. Das Ende, was zu Ende war, als der Anfang begann. Aber Gott war der Anfang. Ach, und zu denen sollen wir es beten? Zu so einem blutigen Anfänger, der da auf dem Wasser hockt? Und wieso geht er nicht unter? Vielleicht kann er toter Mann. Gott kann alles. Kann er nicht. Kann er wohl. Kann er denn auch auf dem Kopf stehen, ein Glas Wasser trinken und dabei La Paloma pfeifen? Ja. Da können wir ja mal abstellen, ob er das kann. Ne? Also wer ist dafür, dass er das kann? So, und wer ist dafür, dass er das nicht kann? Ja, siehst du, kann er nämlich nicht. Herein. Schönen guten Tag. Hallo? Hallo, ist da jemand? Hallo? Guten Tag. Guten Tag, Sie sind der Flink? Ja, und Sie sind Herr Tripp, nicht wahr? Setzen Sie sich. Ja, danke. Ich habe mir noch einige Ergänzungen zu meiner Steuererklärung. Ah, da bin ich aber sehr, sehr gespannt. Ja, wie Sie wissen, habe ich eine kleine Werbeagentur. Mhm, eine sehr gut gehende sogar. Tripp und Fuchs, nicht wahr? Mhm. Wie viel Umsatz machen Sie im Jahr? Puh, im letzten Jahr waren es so. 3.645.329 Umsatz im Jahr. Das sind 586.329 Gewinn nach Steuern. Beachtlich. Aber inzwischen habe ich meinen Sohn mit in die Firma aufgenommen und zu Tripp, Tripp und Fuchs erweitert. Verstehe, Tritrifu. Durch die Zunahme eines dritten Partners erhöhen sich die Gehälter enorm. Dadurch schrumpft der Gewinn und auch die Steuern. Clever gedacht. Man könnte fast meinen, Sie sind der Fuchs bei Tripp, Tripp und Fuchs. Nicht wahr, Herr Tripp? Ja, danke, das ist nett von Ihnen. Das Ganze natürlich dann rückwirkend für das ganze letzte Jahr. Ah, ja. Respekt, Herr Tripp, darauf muss man erst mal kommen. Und dann würde ich gerne noch nachträglich zusätzlich angemietete Räumlichkeiten geltend machen. Die Frage ist nur, ob die Räume tatsächlich nachträglich zusätzlich angemietet wurden. Oder aber zusätzlich angemietet und nachträglich geltend gemacht wurden. Oder aber vorsätzlich zuträglich nachgemietet wurden. Also eigentlich wollte ich Sie nur nachträglich einreichen. Mhm, ein guter Gedanke. Nicht neu, aber auch nicht abwegig. Ja, schön, das ist wundervoll, dass Sie mich verstehen. Ne? Ich würde dann gerne als letztes noch, aufgrund der Verstärkung durch meinen Sohn, ne, noch einen zweiten Firmenwagen geltend machen. Lassen Sie mich raten. Ein Porsche. Ja, ich meine, so Porsche ist schon ein tolles Auto. Mhm. Und kostet 76.890 Euro. Ein Drittel Ihres Gewinns ist plötzlich weg. Zwei Fliegen mit einer Klappe, was? Wenn Sie nicht so einen guten Job hätten, dann würde ich sagen, fangen Sie bei uns an. Sie kennen die Schlupflöcher. Sie wissen, wo man was versuchen kann. Ja, ich finde einfach, man sollte im Staat nicht alles so hinten reinschieben. Da haben Sie recht. Ja, ja. Aber sagen Sie es nicht weiter. Nee, das tue ich ganz bestimmt nicht. Ich weiß. Dem oft totgesagten deutschen Wald geht es endlich wieder gut.
So gut, dass er gestern nach langer Zeit mal wieder mit Freunden einen trinken war. Hallo, Herr Forstrat. Tag. Ich helfe gerade den Kröten bei ihrer Wanderung. Hier, packen Sie euch auch mal mit an. Lassen Sie das. Aber der See ist doch hier. Das sollten Sie als Försterin eigentlich wissen. Ja, aber ich habe gedacht, die Kröten wollen vielleicht auch mal was anderes sehen. Nicht immer bloß den See. Wenn die Kröten im See fehlen, wovon sollen sich dann die brütenden Reiher ernähren? Das ist kein Problem. Ich möchte die Reiher eh mittelfristig auf eine vegetarische Ernährung umstellen. Und dieses Fressen und Gefressenwerden, ich habe es sowas von satt. Ach. Eigentlich bin ich hier, weil man mir gesagt hat, Sie hätten die 200-jährigen Eichen am Hengsterbach abholzen lassen. Tja, es führte leider kein Weg dran vorbei. Tja, aber das ist einer der ältesten Baumbestände dieser Region. Weg, für immer vernichtet. Können Sie mir mal sagen, wieso? Ja, wegen der Ricken. Wenn die Ricken abends zum Äsen auf die Lichtung am Hengsterbach kommen, Mensch, die sollen doch sehen, in welch herrlicher Natur zu leben ihnen vergönnt ist. Welche Natur? Sie haben sie abholzen lassen. Nicht die Natur, nur die ollen Bäume. Schauen Sie, wenn die Ricken jetzt beim Äsen nach rechts schauen, dann sehen die den ganzen Tauberberg, die untergehende Sonne. Und links, ich hole mal eine neue Kröte. Wir Deutschen sind kreativ. Wir malen, schreinern und nageln, um unser Zuhause schöner zu gestalten. Wir bringen alles auf Vordermann, sogar Länder, die uns nicht gehören. Müssen wir auf jeden Fall schaffen. Achtung! So, meine Herren, jetzt, da wir uns im Zielgebiet befinden, will ich Ihnen meinen Angriffsplan erläutern. Im Augenblick befinden wir uns... Wo ist denn dieses Scheißland, Kraus? Hier, General. Endlich. Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, Herr General. Bitte. Wir haben noch diese tollen Feldkarten. Vielleicht können die uns weiterhelfen. Ja, toll. Fantastisch. Ihren Namen sollte man sich merken, Kuhn. Sie haben eine große Karriere vor sich. Er ist Kuhn. Mein Name ist Müller, Herr General. Ich weiß, Kuhn. Die Aufständischen befinden sich hier. Wenn ich mal eine Bemerkung erlauben darf, Herr General. Welcher General? Achso, ich ja. Bitte. Wir befinden uns hier. Der Feind sitzt dort. Sie haben einen ausgezeichneten Orientierungssinn, Müller. Schulze, General. Ja, das, Müller. Also, auf diesem Hügel besetzt der Feind auf halber Höhe die Stellung. Wir umrunden den Berg in einem dreitägigen Gewaltmarsch und greifen dann von unten überraschend an. Wenn ich eine Anmerkung machen darf, Herr General. Kuhn, mein bester Mann, nur zu. Müller. Wie bitte? Mein Name ist Müller, General. Ich weiß, Kuhn, ich weiß. Vielleicht sollten wir doch über den Berg gehen und den Feind überraschend von oben her angreifen. Dann wären wir eindeutig im Vorteil. Kuhn. Ja, Herr General. Mischen Sie sich nicht ein. Meine Herren, schauen Sie ihn an. Kuhn, das ist ein Soldat. Ein Mann mit Weitblick. Ich würde Sie persönlich für das Ehrenzeichen vorschlagen, Kuhn. Müller. Nein, nicht. Sie, Kuhn, Sie kriegen das Ehrenzeichen. So, meine Herren, in den frühen Morgenstunden beginnt der Angriff von Osten her. Dann eine Anmerkung, Herr General. Nur zu, Kuhn, nur zu. Vielleicht Müller, Herr General, ist ja egal. Vielleicht wäre es besser, wenn wir am Nachmittag von Westen her angreifen, denn dann haben wir auch die Sonne im Rücken. Großartig. Was für eine Truppe. Ich wünsche, die ganze Armee würde aus solchen Männern bestehen. Damit würden wir die ganze Welt beherrschen. Meine Herren, ich werde Sie alle für das Ehrenzeichen vorschlagen. Tutti completi. Und außerdem gibt es eine Extra-Ration Schnaps vor dem Einsatz. Vielleicht sollten wir den Schnaps nach dem Kampf ausgeben, dann könnten wir den Feind mit vollster Konzentration... Kuhn! Mein Kuhn! Ich bin richtig gerührt! Was für eine Truppe! Damit werden wir den kongolesischen Bastarden so richtig einheizen! Afghanen, Herr General. Auf was? Afghanen. Was machen die Afghanen im Kongo? Das hier ist Afghanistan. Das sind Afghanen. Die Kongolesen sind im Kongo. Kongo. Und das hier ist Afghanistan. Jawohl, Herr General. Da sind wir vorhin an der Kreuzung wohl verdammt falsch abgebogen. Na gut, neuer Befehl, wir brechen ab, alles einpacken. Morgen geht es in den Kongo. Also alles zusammenpacken. Es wird ein verteufelt langer Marsch. Hoffentlich machen meine Männer nicht schlapp. Bevor wir den Lockrufen des Konsums lauschen, gestatten Sie mir einige kleine Hinweise. Wir sind seit Jahrhunderten eine Handelsnation. Doch wo wir früher Freiübungen, Hünengräber und philosophische Weltbilder in alle Welt exportierten, sind es heute Dinge wie Päpste, Gammelfleisch und Heidi Klum. Das ist doch toll.
gleich. Willkommen! Spezialauftrag für Dieter. Passen Sie auf, hier muss die Frau unterschreiben. Hier! Und nach der Lust wartet der Frust. Hausmeister Krause, gleich. Morgen. Ladies, bitte. Koffer auswählen sieht einfach aus. So verdammt simpel. Den richtigen zu finden. Ich bin verwirrt. Ist entscheidend. Deal or No Deal, die Show der Glücksspirale. Morgen um 19.15 Uhr. Der Sat.1-Filmfilm am Samstag. Glauben Sie wirklich, dass ich mit einem Mann schlafe, gegen den ich ermittle? Pierce Brosnan und René Russo. Wenn es um so viel Geld geht, bedeutet das gewöhnlich, dass ich einen Kopf liefere. Und hinter wessen Kopf sind Sie hin? Ihrem. Die Thomas Crown Affäre. Morgen um 20.15 Uhr. Willkommen zurück in Deutschland. Diesem zauberhaften, grundsympathischen und launigen Fleckchen Erde mit seinen unfassbar super-duper, megatollen und hyperintelligenten Ausnahmemenschen. Ein Land, in dem bereits 14-Jährige Messer und Gabel benutzen. Manche sogar, um damit zu essen. Das ist eine Jugend, an die man gerne den Staffelstab weiterreicht. Wieder eine Stunde Deutsch für Ausländer. Gut, wir haben ja schon viel gelernt. Ja, was sag ich da? Ist doch Quatsch. Erstens brauche ich ja nichts zu lernen. Und zweitens habt ihr noch nicht viel gelernt. Doch, haben wir schon viel gelernt. Ja, das wollen wir erst mal sehen. Gut, dann deklinieren wir doch mal ein paar Sachen durch. Du, ich gehe Brötchen holen. Ich gehe Brötchen holen. Weiter? Ich gehe noch mehr Brötchen holen? Quatsch! Okay, pass mal auf. Ich gehe Brötchen holen, du gehst Brötchen holen, er geht Brötchen holen. Verstanden? Nein. Wenn du gehst Brötchen holen, warum soll ich noch Brötchen holen? Und warum er? Habe ich denn nicht genug Brötchen geholt? Oh, Manni, das kann doch nicht so schwer sein. Gut, ein anderes Beispiel. Ich fahre Auto, du fährst Auto. Ich kann nicht. Doch, natürlich kannst du. Er, sie, es fährt Auto. Ich kann nicht Auto fahren. Ich nix Führerschein. Und dann fährst du eben Straßenbahn. Bus. Ja, dann eben Bus. Ich fahre Bus. Und was, wenn Busverspätung? Oh Mann, das ist doch nur ein Beispiel. Okay, wenn euch das zu schwer ist, dann eben was anderes, was realitätsnahes. Ich schmeiße das Handtuch. Du schmeißt das Handtuch. Wieso wir schmeißen Handtuch? Wieso nicht Hammer? In meiner Heimat, Leute schmeißen Speer. Und kriegen Gold bei Olympia. Das heißt werfen. Speer werfen. Ah, gut, danke. Gut zu wissen. Gern geschehen. Hey, hallo? Ich bin der Lehrer. Speer, Handtuch, Hammer, Kreide, Apfelkuchen, das ist doch scheißegal. Das sind doch nur Beispiele. Apfelkuchen ist gut. Schmeißen oder werfen? Das ist doch kackegal, ihr ignoranten Kreuzköpfe. Oh, von mir aus schmeißen, von mir aus Apfelkuchen. Ich schmeiße Apfelkuchen, du schmeißt Apfelkuchen. Er, sie, es schmeißt Apfelkuchen. Wir schmeißen Apfelkuchen. Entschuldigung? Hm? Sind Sie schon lange hier? Hm? Ach, ehrlich? Moment. Oh, 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 oh. Da wäre beinahe was passiert, was? Sagen Sie mal, wie ist denn eigentlich so das Essen hier? Mhm. Krankenhausessen eben, was? Ja, also doch nicht so schlimm, ne? Ah, ja. Und der Kaffee? Mhm. Ah, bringt man besser seinen eigenen mit, was? Ja. Oder einen schönen, leckeren Cappuccino, ne? Ja, den gibt's ja mittlerweile an jeder Ecke zum Mitnehmen, nicht? Ja.
darf man hier eigentlich rauchen? Oh. Dem ist ja ein Krankenhaus. Wäre schon komisch, wenn man das dürfte, nicht? Sie können mich eigentlich mal auf meinem Zimmer besuchen. Ich glaube, nach meiner Operation werde ich nicht mehr laufen können. Ja, ja. Es ist ein eingewachsener Zehennagel. Das ist so unangenehm. Haben Sie vielleicht auch einen eingewachsenen Zehennagel? Nicht? Ja, da können Sie aber ganz schön von Glück reden. So, Frau Klönkötter, dann wollen wir mal, ne? Moment. Wollen Sie mich vielleicht heiraten? Schade. So schöne Augen, war so zurückhaltend. Oh, na, da ist aber einer ganz schön schnell unterwegs, was? Da sie sehr scheu und zumeist nachtaktiv sind, weiß bis heute keiner genau, wie sich deutsche Polizisten eigentlich vermehren. Guck mal, Dietmar, bei dem Juwelierladen, ist da nicht eine Scheibe eingeschlagen oder bin ich blöd? Ist da jemand mit einer Taschenlampe drin? Ich glaube schon. Das sollten wir uns mal näher ansehen. Ja. Aber vorsichtig. Ganz vorsichtig und leise. Wir sollten sie nicht aufschrecken. Noch haben wir die Überraschung auf unserer Seite. Ja. Warte, was, wenn das überhaupt gar kein Einbruch ist? Das wäre vielleicht peinlich. Oh. Stell dir vor, wir rennen da rein. Hände hoch, Polizei! Lassen Sie die Taschenlampe fallen und kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Und dann ist das gar kein Einbruch. Ja, dann erschrickt sich jemand und stolpert und stürzt am Ende auf den Stoßzahn von irgendeiner dekorativen Elefantenstatue. Und wir sind daran schuld. Und für was? Für nichts und wieder nichts. Aber irgendwas müssen wir doch tun! Aber können wir diese Verantwortung übernehmen? So weit ist es schon gekommen. Da vermuten wir gleich ein Verbrechen, bloß weil eine Scheibe eingeschlagen ist. Unglaublich. Lass uns fahren. Okay. Lange Zeit war uns Deutschen nichts heiliger als die eigenen drei Wände. Aber nach heftigen Protesten heimischer Eckschrankschreiner stehen heute endlich jedem vier Wände zu. Seitdem ist es zu Hause doch am schönsten. Schatz, da sind Sie. Oh Gott, Sie sind da. Haben wir auch alles? Rüdger, hast du die Hors d'oeuvre arrangiert? Ja. Und die Eiswürfel? Ja. Und die? Ach, ich mach selbst. Ich mach auf. Nein, 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 nein. Warte, 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 warte. Eins, zwei, drei. Hallo! Liz, Bernd, schön, dass ihr gekommen seid. Und wen haben wir denn da? Tobias Babysitter hat überraschend abgesagt und deswegen haben wir... Ich hoffe, das bringt deine Planung nicht durcheinander. Was? Nein, nein! Überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Ich hab doch sowieso nur einfach sowas hingeschmissen. Na, dann kommt mal rein. Tobias, sag mal, was hältst du denn davon, wenn du mit Ludgars Modelleisenbahn spielst? Das wäre doch was, ne? Toll! Na, dann komm mal mit. Also, die Treppe runter, am Partykeller vorbei und dann links. Los, viel Spaß! Ach, jetzt sind wir Erwachsenen endlich unter uns. Ja. Geht doch schon mal durch. Ja. Macht's euch bequem. Oh, schön habt ihr es euch gemacht. Ach ja, danke schön. Oh, Moment. Bernd, du hier und Liz dort. Ach, ja. So, was darf ich euch denn anbieten? Wir haben Chips, Flips, Fischlis, Cracker, Salzstangen, Sesamstangen, Kümmelstangen, Brezeln, Erdnüsse, Pekannüsse, Haselnüsse, Walnüsse und Macadamianüsse. Ludger, du hast doch hoffentlich die Macadamianüsse gekauft, oder? Oh nein! Ich hoffe, es geht auch ohne Macadamianüsse. Der Abend kann ja auch so vielleicht noch ganz schön werden. Ach, bestimmt! Na ja, und das sind ja auch nur noch 3 Minuten und dann ist das Essen fertig. Also, wie war euer Urlaub? Es gibt übrigens scharf marinierten Schwertfisch an einer ganz leckeren Pfefferminzsoße. Oh.
Was? Bernd mag überhaupt keinen Fisch. Ludger, reicht mir doch mal eben das Telefon. Pia, hallo. Ich habe doch Bernd und Liz zu Besuch und habe alles ganz toll arrangiert und mich wirklich auf einen schönen Abend gefreut. Und jetzt stellt sich heraus, dass Bernd gar kein Fisch ist. Ja, ja, würdest du immer. Ich danke dir, du bist meine Lebensretterin. Na prima. Pia und Marc kommen in 10 Minuten und beide mögen Fisch. So, schön, dass ihr gekommen seid und vergesst euren nicht. Ah, das Essen ist fertig. Ludger, kümmerst du dich darum? Guten Tag, Mareike mein Name. Ich bin hier wegen dem Bewerbungsgespräch. Hallo? Entschuldigung? Ja, bitte? Mareike, das Bewerbungsgespräch. Sie? Aber ja doch, er ist es. Mareike. Mareike ist da. Und Jakobus sprach, es wird der Tag kommen, da wird er auf Erden wandeln und sein Name wird lauten Mareike. Mareike. Oh, großer Mareike. Ich bin nur wegen dem... Gib uns den Prilk. Den Prilk? Ich weiß nicht, was der Prilk ist. Ich hab keinen Prilk. Kann ich nicht. Ohne den Prilk müssen wir ihm die Frage stellen. Was versteht man unter Eidetik? Ist das jetzt so ein Bewerbungstest? Ich weiß nicht, was Eidetik ist. Au, 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 au! Das tat weh. Guck mal, Mann. Große Mareike! Du bist eine Schande! Du hast den Prilk nicht dabei! Frau Höller! Storno! Aber das ist wegen der Bewerbung, der Inhalt. Komm! War's das jetzt? Sie werden ihn brauchen. Was ist das? Na, was wohl? Der Prilk! Wir haben gesehen, es geht aufwärts mit Deutschland. Die Menschen packen wieder zu, zeigen Initiative. Ich freue mich nun auf meinen wohlverdienten Feierabend und werde gleich, nur mit Hilfe von Hammer und Nägeln, aus meinem Hamster einen 1A-Türstopper bauen. Bis bald. Und in knapp 168 Stunden sehen Sie das hier. Nur mehr davon. Würde sich Ihre Bekannte ja über Frank Schätzing freuen. Doch, ich weiß nicht. Ich kann doch nicht einfach so einen Mann mitbringen, den sie nicht kennt. Ja, vielleicht liest er an dieser Zeitschrift, dass keiner stehen bleibt. Also ich lese unheimlich gerne Pudel und Gurke. Herr Petzold! Los! Keine Panik, Herr Petzold! Die Frau hat beim Fensterputzen das Gleichgewicht verloren und ist in den Tod gestürzt. Was soll daran mysteriös sein? Beim Fensterputzen? Hier ist weit und breit kein Haus. Die Bombendopf im